Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Serie hier auf meinem Kanal, nämlich Ronaldinho's Road to Glory. Ronaldinho als MS haben wir ihn jetzt hier an der Startaufstellung mit 85 Dribbeln, 85 Passen, 72 Schießen. Ja, ist einfach ein Dribbel. Es gibt keinen besseren. Ich bin Erstbesitzer, er hat ein paar Spiele schon gemacht. Und ja, dann die kurzen Regeln sind, wir müssen jetzt erstmal ein paar Bronze-Packs öffnen, damit wir eine komplette Mannschaft plus Auswechselbank erstellt kriegen. Ne? Und ja, dafür würde ich sagen, machen wir 10 Packs. Da ist wiederum die Regel, ich muss mir meine Spiele raussuchen aus dem Pack und Rest muss ich ablegen. Ja, Rest muss ich einfach verkaufen. Und ja, noch die kurze andere Regel. Ich darf nach jedem Spiel, darf ich einen Spieler aufwerten, der halt, wie viele Tore ich geschossen habe, darf ich dem einen Punkt drauf geben. Zum Beispiel, ich habe jetzt einen rechten Mittelfeld mit 68 und einen ZM mit 65. So, jetzt gewinne ich 3-0, darf ich zum Beispiel dem 68er Außenspieler eine 70 draus machen und dem ZM eine, was hatte ich gesagt, 65, ja, eine 66 machen. Also verteilen die Tore auf die Spielerpunkte. So, nächstes ist, ich darf nach jedem Spiel ein Goldpack ziehen. Und diese Serie ist zu Ende, wenn wir im Online-Turnier diesen Pokal gewonnen haben. Den habe ich jetzt zwar schon mal gewonnen, aber das spielt ja nicht zur Rolle. Also wenn wir den gewonnen haben, ja, dann ist die Serie vorbei. Und ich denke mal, das dauert jetzt ein bisschen, bis wir die Mannschaft überhaupt haben. Und jetzt ziehen wir erstmal ein paar Bronze-Packs. Und schauen mal, was da drin ist. Hazard ist von drauf, der wird wohl nicht da drin sein. Oh, ein guter Torhüter schon mal. Den nehmen wir mit in die aktive Mannschaft. Den setzen wir hier erstmal ins Tor. Der ist schon mal nicht schlecht. Ein relativ guter Innenverteidiger nehmen wir auch mit. Wir müssen eh jetzt im Moment erstmal alles mitnehmen. Das, was wir so kriegen können. So. Oh, Vasquez. Die sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus. Die nehmen wir mal auch mit. Ist das ZDM oder ZM? Ja, ZM ist das. Mal gucken, wie das jetzt so wird. So, und den Rest, das nehme ich mit. Das ist ganz nett. Ja, und den Rest können wir eigentlich verkaufen. So, das war das erste Pack von 10. Ja, wir machen ungefähr erstmal 10. Das ist das zweite Pack von 10. Ah, wir gucken uns das jetzt nicht alles an. Oh, ein rechtes Mittelfeld. Wir packen jetzt erstmal alle in die Startelf. Und wir auf jeden Fall eine Mannschaft zusammenkriegen von den 10 Packs. Irgendwie sowas. Kann ich noch nicht mal aussprechen, den Namen. Ganz schwierig. So. Stadler. Den tun wir auf die Reservebank. Also wir haben jetzt auch schon ein paar Spieler. Was haben wir hier noch? Irgendein schönes Trikot. Den nehmen wir mit. Der ist ganz gut. Das verkaufen. So, nächstes Pack. Das dritte. Ja, das dritte. Wieder Hazard vorne drauf. Was bringt uns diesmal? Oh, Martinez. Die sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Ist relativ langsam. Ja, den Torwart brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. In die aktive Mannschaft. Martinez. Machen wir hier. Den setzen wir auf die Auswechselbank. Kimbu irgendwas. Koreaner. Auf der Auswechselbank. So. Das war's aber auch schon. Das brauchen wir gar nicht. Und verkaufen. So, das war das dritte Pack. Jetzt kommt das vierte Pack. Und diese Folge wird jetzt eigentlich nur eine Einführung sein. Also es wird Part 0 dran stehen oder so. Oh. Oh. In die aktive Mannschaft. Der ist, wow. Der ist flott. Kann man nichts gegen sagen. Der ist einfach flott. So. Galdames. Kann er irgendwas Spezielles? Nö. Setzen wir den mal auf die
Auswerksbank. So, zack. Wir schon zwei ZMs aus der Auswechselbank setzen. Und der dürfte eigentlich besser sein als der Reservetorwart, den wir haben. Jawohl. 60 hat der sogar. Gesamtbewertung. Und linker Verteidiger, den nehmen wir auch mit. Sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Hier hin. Sehr schön. So langsam füllt sich unsere Mannschaft. Noch irgendein schönes Trikot? Nein, alles weg. Gut, nächstes Bronze-Set müsste das fünfte, vierte? Vierte, glaube ich. Vierte. Vierte? Pazio in die aktive Mannschaft. Setzen wir den nochmal hier Reservebank, damit wir den tauschen gegen Larsson. Und rechter Verteidiger, sehr gut. Puccino. Der kommt hier hin. Was haben wir noch? Die Münzen, natürlich 100 Münzen, nicht zu verachten. 100 Münzen. Ja, komm. Nehmen wir den mit, weil er einfach mal glitzert. Haben wir hier einen Platz dafür? Theoretisch könnten wir den sogar in die Startaufstellung setzen. Ich setze den jetzt erstmal hier auf die Reservebank. So, gut. Restverkauf. Jetzt bräuchten wir langsam mal in Richtung Offensive. Ein rechtes Mittelfeld, linkes Mittelfeld oder ein Stürmer. Das wäre schon echt nice. Wieder ein relativ guter ZDM. Den nehmen wir natürlich auch mit. Und ja, wenn meine Mannschaft voll ist, dann darf ich auch keine Packs mehr ziehen. Das habe ich vergessen zu sagen. Otuli. Den nehmen wir auch mit. Otuli. Ja, der ist okay. Noch irgendwas? Ja, den nehmen wir mit. Der ist ganz gut. Das ist ein lustiges Wappen. Aber das brauchen wir nicht. Gut, weg. Müsste das sechste gewesen sein. Oder ist jetzt das sechste? Ich sag jetzt mal, das ist jetzt das sechste. Sechste Pack. Und das ist drinne. Wow, ein guter Torwart. In die aktive Mannschaft. Ich darf nichts austauschen. Also ich hätte den gar nicht mitnehmen dürfen. Ach man. Das ist jetzt mega ärgerlich. Was fehlt uns denn hier noch? Linkes Mittelfeld und ein Stürmer. Okay. Wir nehmen den Torwart auf jeden Fall mit, weil er echt gute Werte hat. Vom Bronze-Torhüter. Linkes Mittelfeld, hier. Guck dir einen an. Casillas. Da haben wir ihn. Sehr schön. So, und jetzt. Jennings. Nee, brauchen wir alles nicht mehr. Nee. Oh, warte. Manuell zuweisen. Nein, nein! Ach, kacke, jetzt habe ich den in den Verein getan. Na egal. Macht ja nichts. Das ist jetzt das siebte Pack. Ich bin schon weit drüber, glaube ich. Egal, wir bleiben beim siebten Pack. Und hier ist nichts dabei. Was wir brauchen können, hier den vielleicht. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Die bringen halt immer diese Boosts. Das ist ein relativ schickes Trikot. Nehmen wir aber jetzt diesmal nicht mit. Nächstes Bronze Pack. Schauen wir mal. Mit 81 Tempo in die aktive Mannschaft. Halleluja. So, jetzt haben wir nur noch zwei Plätze übrig. Ja, die sind... Einlösen. Das Trikot finde ich hübsch. Schwarz, schlicht gehalten. Gar nicht mal so verkehrt. James, englische Liga. Nehmen wir nicht mit. So, jetzt haben wir noch... Machen wir noch zwei Packs. Machen wir noch zwei Packs. Wir haben es ja. Nicht, aber zwei Packs. Wir brauchen nämlich einen Stürmer. Bernard. Boah, das sogar. Pace Q in der Innenverteidigung nehmen wir natürlich auch mit. Flinter. Duff. Bräuchten jetzt trotzdem echt mal einen Stürmer. Wir haben jetzt noch ein Pack. Und da muss jetzt ein Stürmer dran sein. Bitte, komm, einfach irgendein Stürmer. Nee, das war's. Dank vielleicht. Könnten wir eigentlich mitnehmen. Dank. Der hat einfach mal 83 Tempo. Den müssen wir sogar mitnehmen. Aber dann sind unsere Plätze voll. Sagen wir mal, ich darf einen austauschen. Komm, ist immer nicht so. Das ist Anfang der Folge. Machen wir hier den 51er weg. Kaufen. Das ist auch alles weg. Und jetzt öffnen wir so lange, bis meine Münzen aufgebracht sind. Oder bis wir einen Stürmer haben.
Nee. Da, den nehmen wir mit. Aber Rest alles weg. Irgendwelche Trikots? Nee. Weg. Ne, ist doch ein fairer Deal. Machen wir so lange. Weil ohne Stürmer ist ja auch irgendwo doof. Da haben wir einen. Ja, toll. Ja. Den müssen wir jetzt leider nicht nehmen. Was haben wir denn hier hinten noch so? Nix. Ja. Gut, dann war es das jetzt auch schon. Das war ja jetzt super lange. So, ja. Wir haben Manager vergessen, ne? Shit. Ich meine, ich habe einen dabei genommen, mitgenommen, diesen Schweden. So, alles verkaufen, weg. Jetzt schauen wir mal, wie unsere Mannschaft denn jetzt aussieht. Und da geht noch was. Da geht auf jeden Fall noch was. Innenverteidigung tauschen wir jetzt erstmal. Wir haben hier diese Pace-Typen. Ja, der Torwart. Der ist sogar besser. Links ist der, den wir drin haben. Der ist sogar besser. Bis auf Ballbeherrschung. Ist ja nicht so gut. So, tauschen wir den hier. Mit 80 Füßen, Alter. Tauschen wir den mit dem. Machen wir hier mal ein bisschen. So, mit dem mit. Oh, was mach ich denn da? So rum. Haben wir nicht hier noch einen Außenverteidiger gehabt? Ja, den hier. Und ein linkes Mittelfeld. Ist der besser oder der? Ja, eigentlich der Koreaner, weil er mir passen hat. Wir haben keinen Auswechselstürmer, also es ist ein bisschen blöd. Aber gut, das kann man erstmal so lassen. Es ist okay. Der hat ein paar Chemie. Mexiko 1, Mexiko 1. Und der Linie hat auch einfach mal schon 7 Chemie. Mexiko, Mexiko, Mexiko. Haben wir noch irgendwo einen? Ne, wir haben keinen Mexiko-Kader mehr. Irgendwas sonst noch, was so irgendwie zusammenpassen könnte? Ich glaube nicht. Ja gut, 2,50 Chemie ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Und hier haben wir auch noch einen Bronze-Torhüter einen Trainer gezogen. Den oder den? Nur mal den mit der Brille. Und ja, das war auch schon die erste Folge, beziehungsweise die Part 0. Und ja, dann sehen wir uns im ersten Part, wo wir dann das erste Spiel mit der Mannschaft machen. Wird wahrscheinlich erst noch Freundschaftsspiel sein, kein Pokal oder sowas. Und ja, bis zum nächsten Part. Tschüss.